Ja, hallo und willkommen zu einem Tutorial von mir, 1504 Flore. Ich möchte euch heute zeigen, wie man bei Minecraft den Fly Mode für die Minecraft Version 1.7.3 installiert. Als erstes braucht man diesen WinRAR Objekt. Also WinRAR ist vorausgesetzt. Das stelle ich zum Download rein, WinRAR. Und ebenfalls dieses Objekt. Dies öffnet man. Und dann packt man es. Ich habe das aber schon gemacht, also brauche ich das jetzt nicht zu tun. Wenn ihr das entpackt habt, habt ihr einen Unterordner und dort stehen dann kommen dann zwei Ordner. Einmal in die Minecraft.jar-Datei und einmal Mods. Ihr habt natürlich auch eine README, wo ihr dann die ihr nicht beachten braucht, weil die ist ein bisschen anders bei mir. So, dann geht ihr bei Ausführen. Dann gibt ihr ein AppData. Dann geht ihr zu Roaming. Dann muss hier oben ein Punkt Minecraft-Ordner sein. Dort geht ihr rein. Dann ist dort eine Bin-Ordner. Und dann müsst ihr diese Datei öffnen. Diese Minecraft-Datei. Falls ihr noch nicht WinRAR habt, macht ihr Rechtsklick. Öffnen mit WinRAR. So, dann ziehen wir die mal so. Jetzt wählt ihr alle diese Dateien aus und zieht sie hier rüber. Und ganz wichtig ist, ich habe den jetzt schon gelöscht, diesen Meta-INF-Ordner müsst ihr löschen, sonst funktioniert das nicht. So, dann gehen wir zurück. In den Bin-Ordner. Und dann macht ihr, wenn ihr Punkt Minecraft geöffnet habt, zieht ihr einfach bloß den Mods Ordner und kopiert ihn einfach bloß hier rein. So, das war's dann schon. Dann könnt ihr euer Minecraft starten. Ich gehe jetzt mal schnell auf den Online-Server. Da ist es gerade Nacht, da ist mein Kumpel. Der zockt die ganze Zeit schon. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr N drückt, N, schaltet ihr den Flying Mod an und aus. Und wenn ihr E drückt, fliegt ihr nach oben durch. Camtasia leckt das jetzt ein bisschen. Und wenn ihr Q drückt, geht es nach unten. Mit WASD bewegt ihr euch. Ja. Und ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt helfen. Freue mich natürlich für jedes mag ich und natürlich wenn ihr mich abonnieren würdet. Dann sage ich Tschüss und danke fürs Anschauen.